Hello, hello. Herzlich willkommen zum Vlog. Ja, total. Vogel, Flugzeug, Fisch. Kranke.
und guten Abend. Wir haben mittlerweile nämlich schon Sonntagabend. Ich bin wieder zu Hause, wie man unschwer erkennen kann. Ich wollte eigentlich die ganze Messe über viel, viel mehr mit euch quatschen, vloggen. Ja, ich meine, ich habe euch jetzt 1000 Momente auf Kamera aufgenommen, aber irgendwie außer, hallo, wir sind jetzt da und wir gehen jetzt mal auf die Messe, habe ich irgendwie nicht zustande gekriegt. Es war einfach, ja, dadurch, dass es meine erste Messe war, so eine Reizüberflutung für mich, dass ich irgendwie, ja, das Filmen total vergessen habe. Hin und wieder habe ich mal gedacht, oh, den Stand könntest du mal filmen. Und dann immer so, ja, ich gehe jetzt gleich mal da und dahin, dann kann ich vielleicht ein bisschen mit euch quatschen. Aber es war überall so viel los. Ich glaube, ihr hättet mich auch gar nicht verstanden. Dann sind wir irgendwann zurück ins Hotel und sind eigentlich so nach 5 Minuten direkt wieder weiter zum Abendessen. Wir waren dann noch im Blockhaus. Eigentlich wollten wir nur zu zweit gehen und irgendwie waren wir dann später doch 5. Dann ist noch eine 6. Bloggerin, die Ramona, dazugekommen. Also es war schon sehr, sehr lustig, der Abend. Die Kellner hatten ihren Spaß mit uns. Also das ganze Team dort war irgendwie mega lustig. Und der ganze Abend war mega lustig. Aber der Tag war auch lustig. Also irgendwie, es war alles super schön. Wir hatten ja mittags dann noch ein Blogger-Treffen und ich habe da so viele coole Menschen von Bookstagram, die ich schon seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren verfolge, getroffen. Und ja, es war einfach schön, sie auch mal im echten Leben kennenzulernen. Auch wenn ich bei manchen irgendwie immer nur 2 Minuten stehen konnte, weil dann meine Gruppe weitergegangen ist. Oder ich irgendwo noch jemanden vorbeihuschen gesehen habe, dem ich noch Hallo sagen wollte. Also es tut mir wirklich leid für alle, mit denen ich nur wirklich ein paar Minuten quatschen konnte. Das war nicht meine Absicht, aber ja, ihr wisst ja, wie es auf der Messe war. Ihr wart ja selbst da teilweise. Es ist einfach so viel gewesen. Wir wollten auch Samstag den ganzen Tag zur Bücherbüchse, aber da bist du einfach nicht dran gekommen. Das war unfassbar, was da los war. Und die hat ihren Stand halt so quasi mitten drin, also so in der Mitte, von der Mitte, von der Mitte. So kam es mir zumindest vor. Und die Schlange, die ging gefühlt um den ganzen Block und wir wollten uns eigentlich um 15 Uhr für Inka Lindberg anstellen, also einfach Inka. Und haben dann morgens schon gesagt, das können wir vergessen. Da musst du dich ja gefühlt schon um 12 anstellen, dass du vielleicht um 4 dann mal drankommst, weil halt auch so viele dort Bücher kaufen wollten, was ich auch absolut verstehen kann. Die machen unfassbar schöne Buchschnitte und Sondereditionen von Büchern. Wir waren dann sonntags nämlich auch da. Wir sind dann so extra Sonntagmorgen um 9 Uhr direkt hin. Da war die Schlange auch schon groß, obwohl wir gefühlt als erstes in die Halle gekommen sind. Aber tagsüber konntest du dir das echt nicht antun, außer du hast eine Menge Zeit mitgebracht. Und da wir sonntags ja noch zu Lena Kiefer und Jay Christoph wollten, haben wir gesagt, machen wir das direkt morgens um 9 und dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Ich habe mich da übrigens am Stand auch als Rap beworben. Na, sagt man das? Rap? Ich weiß nicht, ob man es Deutsch oder Englisch ausspricht. Als Repräsentator für die Bücherbüchse. Ich habe da auch ganz lang mit den Verantwortlichen, sage ich mal, gequatscht. Und es wäre echt cool, wenn das irgendwie klappen würde. Er meinte halt, ich soll auf jeden Fall mal dazu schreiben, dass ich YouTube mache, weil sie da noch nicht so viel Content haben. Und dass ich Self-Publisherin bin. Ich habe da ganz viel Zeug geschrieben, was ich noch mache, weil ich ja 3 Millionen Baustellen habe. Und 3 Millionen Talente habe. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ja, und wenn das klappen würde, wäre das echt mega cool. Ich habe mir auch bei der Bücherbüchse natürlich ein Buch gekauft. Ich habe geschwankt zwischen dem, das ich euch jetzt gleich zeige, und dem The Atlas Six, weil mir bei The Atlas Six das Cover so gut gefällt, wollte ich das unbedingt haben. Aber von Springstorm gefällt mir das Cover auch so gut. Und dann war halt die Frage, was machst du jetzt? Und dann habe ich einfach entschieden, ich hole das, bei dem mir der Buchschnitt besser gefällt. Und das war halt in dem Fall dieser hier von Springstorm.
Der andere, der war halt ein bisschen minimalistischer gehalten. Auch super schön, aber irgendwie hat mir der hier jetzt ein bisschen besser gefallen. Ja, also Springstorm durfte mit. Ich kann euch ja mal zeigen, was ich alles gekauft habe. Dann habe ich... Muss ich gucken, wie rum ich es euch zeige, damit es auch Sinn macht. Luca und Allegra gekauft bei der Stefanie Hasse. Das hat sie mir auch direkt unterschrieben. Deshalb habe ich es eigentlich auch gekauft. Ich habe es im Endeffekt schon vorbestellt. Damals hat sie das in der Story gehabt, dass man das jetzt vorbestellen kann beim Drachenmond Verlag. Ich habe es auch direkt vorbestellt. Jetzt muss ich mal gucken, ob es auf meinen Namen dann auch signiert ist oder nicht. Ansonsten habe ich es halt zweimal. Aber ich hätte da gegebenenfalls auch schon einen Abnehmer. Ja, das habe ich mir auf jeden Fall gekauft. Und dann war es ein absoluter Spontankauf. Also wirklich absolut spontan. Ich war beim Koppenrad Verlag, weil ich Maler eins der meine erste Tierbaby-Geschichte Bücher kaufen wollte. Davon haben wir ja schon der kleine Otter und der kleine Panda. Das habe ich euch ja auch im Kinderbücher-Video für Zweijährige erzählt. Das verlinke ich euch gerne nochmal da oben. Oder gezeigt. Und ich dachte mir, wenn du auf die Messe fährst, dann bringst du Maler nochmal so ein Buch mit. Eigentlich wollte ich den kleinen Pinguin. Aber den gab es am Sonntag schon nicht mehr. Oder vielleicht hatten sie ihn auch nicht dabei. Ich weiß es nicht. Aber den gab es, wie gesagt, nicht. Also habe ich das kleine Kaninchen genommen. Wenn ihr meine Instagram-Story verfolgt habt, dann habt ihr gesehen, dass Maler das Buch abgöttisch feiert. Ihr müsst unbedingt mal in meinen Frankfurter Buchmesse 22 Highlights bei Instagram schauen. Da sind nochmal ganz, ganz viele Impressionen vom Wochenende in Bilderform. Und ja, da seht ihr auch ein Video, wie Maler darauf reagiert hat, als ich ihr das Buch gegeben habe. Ja, und als ich am Stand vom Koppenrad war, wollte ich dann zur Kasse gehen. Und auf dem Weg zur Kasse habe ich gesehen, dass die Anna Fleck am Stand sitzt und auch gegebenenfalls vielleicht Bücher signieren würde. Und dann wollte ich mir ja schon die ganze Zeit Meeresglühen kaufen und habe dann das ganze Regal abgesucht. Aber anscheinend war am Sonntag Meeresglühen 1 schon verkauft. Und ich will mir ja immer erste Bände signieren lassen. Aber ich habe mich dann ein bisschen mit ihr unterhalten. Sie war so sympathisch, dass ich mir dann den zweiten Band gekauft habe und sie mir den zweiten Band signiert hat. Voll gegen meine Zwänge, I know. Und dann hat sie mir noch hier einen Oktopus reingemalt, der angeblich ein ganz, ganz böser Oktopus ist. Da haben wir noch ewig drüber diskutiert, wie böse ein Oktopus sein kann. Da gibt es auch noch ein Foto davon, wie wir am Diskutieren sind. Ja, aber auf jeden Fall musste das dann auch mit. Und das war alles sonntags. Samstags habe ich mir auch noch ein Buch gekauft. Jetzt muss ich gucken, wo es liegt. Ich habe hier alles um mich rum verstreut. Da ist es. Witches and Hunters. Mich hat das Cover total angesprochen. Und die liebe Ninja wollte es auch unbedingt kaufen und meinte auch, die Janina macht Sonntag eine Autogrammstunde und dann lassen wir uns das unterschreiben. Wir haben sie dann aber beim Blogger-Treffen getroffen und dann hat sie es uns dort noch unterschrieben. Aber wir waren trotzdem noch bei der Autogrammstunde, weil beim Drachenmond Verlag eine Vierer-Autogrammstunde war. Quasi Stefanie Hasse, wo ich dann Luca und Allegra unterschrieben habe. Und ja, Janina war auch da und Stella Tack und, lass mich lügen, es war noch jemand Viertes da. Ich habe mir auch noch Poster von verschiedenen Büchern von ihnen signieren lassen, wenn denn irgendwann mein eigener Buchladen entstehen sollte, das weiß man ja noch nicht, dann hänge ich auf jeden Fall die signierten Poster da an die Wände. Das fand ich nämlich richtig cool als Idee. Ja, natürlich haben wir auch noch eine ganze Menge an Goodies mitgenommen. Also bei der Bücherbüchse gab es Kekse, die waren ganz süß. Ist das jetzt richtig rum? Da. Und da gab es auch so süße Postkarten.
Und allgemein gab es überall ganz, ganz viele Postkarten, die man sich einfach so, oder so Flyer, die man sich mitnehmen konnte. Das fand ich ganz süß. Das war bei Tolino. Und ja, jetzt kann ich euch sagen, wie die vierte Autorin hieß. Die hieß Stefanie Kulik. Kannte ich tatsächlich noch nicht, aber die war super freundlich und hat mir hier für Sternzeichen Zwilling auch noch eine Karte mitgegeben. Und noch ein bisschen Süßkram und noch ein bisschen, warte, ich kann es euch zeigen, noch mehr Karten. Also in ihrem Buch geht es wohl irgendwie um Sternzeichen, die Rache der Mondgöttin. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hier gibt es noch von The Lost Crown so ein Klebetattoo, Temptu. Ich weiß es nicht, was es genau ist. Und dazu gab es auch noch diese ganzen Kartelle, die im Buch vorkommen. Heißt ja Onyx und Emerald, also wie die Edelsteine alles. Und da gab es auch noch Karten dazu. Ich weiß aber gerade nicht, wo ich die hingelegt habe. Und zu dem Buch von Marie Krasshoff gab es dann auch noch diese Karten bei der Bücherbüchse dazu. Also die haben sie uns einfach in die Tüte mit reingeworfen. Der Arno hat mir noch ein Autogramm geschrieben. Und den haben wir auch an der Hotelbar getroffen. Ich habe ja die Leserunde im Drachenwinkel Buchclub zu seinem neuesten Buch geleitet. Wisst ihr ja, zu Fake. Und jetzt haben wir uns auf der Buchmesse zufällig getroffen. Ja, weil er im gleichen Hotel war wie wir und wir waren gerade am Einchecken. Und dann habe ich zu Tatjana gesagt: Guck mal, da ist der Arno. Also, welcher Arno? Ja, Strobel. Ja, und dann haben wir überlegt, ob wir ihn kurz anquatschen. Dachten dann aber, nee, der ist jetzt zum Feierabend, komm, lass ihn an der Bar. Und dann kam er aber zu uns an die Rezeption und dann haben wir ihn natürlich angesprochen und haben gesagt, ja, könntest du uns da ein Autogramm geben? Und dann hat er uns in unsere Book Journals reingeschrieben und auf der Messe haben wir ihn dann nochmal getroffen und da hat er uns noch eine Autogrammkarte geschrieben. So, da war auch so eine Firma, die macht so Holzstempel. Fand ich ganz gut oder ganz cool zu wissen als ja, Autorin, dass ich vielleicht auch ab sofort in meine Bücher vorne einen schönen Stempel reinhauen kann, der zum Buch passt. Und hier gab es zu Maple Creek noch eine Landkarte, Stadtkarte. Und dann war ich am Samstagabend noch schnell beim Sternsand Verlag und habe mir den hier abgeholt bei der lieben J.K. Blum. Den darf ich euch aber nicht zeigen. Da sind nämlich geheime Illustrationen drin. Ich bin ja Testleserin und Stammbloggerin für J.K. Blum. Und ja, ihren Stammbloggern hat sie dann was mitgebracht. Und das darf ich aber noch keinem zeigen. Ich wollte es euch trotzdem erzählen. Ja, dann waren wir Sonntag. Wollten wir unbedingt zu Lena Kiefer zur Autogrammstunde und zu Jack Christoph. Lena Kiefer sollte um 11 anfangen, drinnen in der Halle am Lux-Stand. Und Jack Christoph sollte draußen im Signierzelt auf dem Vorplatz signieren, von 12:30 bis 13:30. Und Lena auch von 11 bis 12. Haben wir gedacht, komm, stellen wir uns um 15:45 zu Lena Kiefer an. Dann stehen wir ja ganz weit vorne in der Reihe und sind ganz schnell da dran und ganz schnell dann beim Jay zum Anstellen. Es war Wunschdenken. Also für nächstes Jahr, die müssen sich auf jeden Fall was überlegen. Das mit den Signierstunden, das war einfach in der Halle drin viel zu viel. Also man hat gerade gemerkt, diese ganze New Adult-Sparte, Sarah Sprintz und ja, wir waren noch da. Kira Kroh, Lena Kiefer, Merit und Co. Also, ne, das war nix. Der Stand war viel zu mittig, da konnte man keine Schlangen bilden, gar nichts, es war einfach nicht gut. Die Bücherbüchse war so schlau und hat dann am Tag 2 quasi die Autogrammstunde nach oben verlegt in einen anderen Raum, damit halt wirklich nur die Käufer am Stand waren. Und da waren schon genug, und bei Lux genauso. Und KISS hatte das auch schlau gemacht, die hatten samstags eine große Signieraktion mit Anja Uhmer, Nicola Hotel und Kira Mohn. Die waren im Kongresscenter. Allerdings, da wollten wir hin. Aber wir wussten nicht, wo das Kongresscenter ist und wurden dann von den ganzen Mitarbeitern von A nach B geschickt und keiner hat uns richtig geschickt. Und bis wir dann endlich mal am Kongresscenter angekommen sind,
haben sie den Raum Illusion schon zugemacht, weil zu viele Leute drin waren. Dann durften wir nicht mehr rein. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich die Autorin auch gern mal gesehen hätte, aber nicht hin konnte. Ich habe sie auch auf dem Gelände leider nicht gesehen. Ja, aber nochmal zu Lena Kiefer. Wir haben uns dann um 21:15 angestellt und waren effektiv dran um 12:30, also kurz vor 12:30. Wir haben so lange in der Schlange gestanden, das war unfassbar, was da los war. Ja, wir durften dann aber auch ein paar Minuten mit ihr, also ein paar Minuten, wir waren halt so eine Gruppe, wir haben in der Schlange so eine Gruppe gebildet und haben dann halt ein bisschen so mit ihr gequatscht und dann hat sie, ich hatte ein Buch dabei von ihr, ich hatte Knights dabei, weil ich ja so ein Knights-Fan bin oder so ein Ritter der Tafelrunde-Fan bin und dann hat sie mir das unterschrieben, ja, den ersten Band und dann hätten wir ja, also waren wir um 12:30 fertig und dann sollte ja um 12:30 draußen Jack Christoph signieren. Dann sind wir mal alle noch mal schnell Pipi machen gegangen und sind dann zum Jay und dann war die Schlange endlos, also wirklich endlos. Da haben wir überlegt, so, lohnt sich das jetzt da anzustellen oder nicht? Und dann haben wir irgend so mittendrin in der Schlange mal jemanden gefragt, ja, wie lange steht ihr denn schon da? Und dann sagt die, ja, seit 11. Und die Schlange war noch ungefähr mindestens noch mal doppelt so lang. Dann haben wir gesagt, oh, ob wir da jemals noch mal drankommen. Und dann hieß es auch, ja, der hat schon 20 Minuten früher angefangen als geplant. Und dann sind wir mal ans Ende der Schlange getrappelt. Ja, und dann haben wir beschlossen, dass sich das nicht mehr lohnen wird, weil es hieß schon vom Fischer Verlag, der macht pünktlich Schluss, weil danach jemand anderes im Signierzelt ist, ab 13:30. Und ja, dementsprechend waren wir dann ziemlich geknickt, sind dann ganz nach vorne gelaufen, haben wenigstens ein Foto von ihm gemacht und sind dann nochmal in die Halle rein. Und irgendwann nachmittags laufen wir über das Gelände, dann waren wir gerade an dieser BookTok Make Me Buy It Wand, haben Fotos mit unseren Büchern gemacht und auf einmal gibt Nella mir so einen Rand, dass ich in den DTV-Stand reinfliege und will mich schon zu ihr umdrehen und sagen, sag mal, spinnst du? Sag mal, haben sie dir ins Hirn geschissen? Was soll denn da? Und dann habe ich gesehen, dass Jay Christoph da sitzt und sie ruft nur noch, geh jetzt da hin und lass dein Buch unterschreiben. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich hatte Aurora dabei und ich musste so lachen, weil er einfach einen Amy Kaufmann-Stempel dabei hatte und den einfach mit da reingestempelt hat. Es war so witzig. Aber mein Tag war gerettet. Ich habe Jay Christoph getroffen. Ja, jetzt kann ich in aller Seelenruhe sterben. Ich habe Jay Christoph getroffen. Hoffen wir, dass nicht so schnell passiert, aber you know what I mean. Ja, das war so grob alles, was wir erlebt haben. Wir haben noch Ross Anthony getroffen. Der hatte da irgendwie an so einem Backbuchstand mitgemacht, weil der irgendwie ein Buch rausgefunden hat, keine Ahnung. Und es gibt jetzt Rossi Klossi Zuckerstreusel von ihm. Also ich finde diesen Mensch ja furchtbar aufgedreht und ich bin schon manchmal sehr aufgedreht. Aber der ist quasi ich auf LSD oder so. Der auf ich auf Drogen. Das ist Ross Anthony. Aber er war sehr sympathisch. Und trotz, dass wir nicht bei der Kiss-Aktion oder Signierstunde dabei waren, konnten wir uns noch ein paar davon abstauben. Und ich werde ja demnächst ein Gewinnspiel machen. Dafür habe ich auch ganz viel Goodies überall eingesteckt und auch so ein paar Kiss-Buttons. Also haltet da vielleicht bei Instagram mal die Augen offen. Und bei Ravensburger gibt es jedes Jahr immer eine coole Tasche mit so einem Henkel, dass man die auch schön quasi umhängen kann. Und dieses Jahr war dieser Spruch drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ah ja. Mega cool. Sind wir direkt fragen gegangen. Und bei Books on Demand, wenn man da was gekauft hat, da wo ich mein Buch halt auch herausgebracht habe, habe ich meine Lesezeichen ausgelegt, über das Wochenende verteilt. Und da gab es auch noch Taschen. Die gab es eigentlich nur, wenn man was gekauft hat. Aber mir ist irgendwann die Bücherbüchsentasche gerissen, weil da so viel drin war, dass ich dann an den Stand gegangen bin und gefragt habe, ob ich vielleicht eine Tüte haben könnte, weil mir meine gleich runterkracht. Es gab eine mit Hund und eine mit Katze. Ich habe leider die mit der Katze erwischt.
Aber ja, ich wollte dann auch nicht nochmal nachfragen und sagen, ey, könnte ich bitte den Hund haben? Die Katze ist nicht meins, ich habe einen Hund zu Hause. Aber ja, falls jemand von euch eine Hundetasche hat und gerne eine Taschenkatze hätte, ich wäre bereit zu tauschen. Also dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wer denn gerne tauschen würde, falls ja, ihr die Hundetasche habt. Gar nicht verzweifelt. Ja, was wollte ich euch noch erzählen? Ja, ich glaube nichts. Ich glaube, soweit war alles erzählt. Es sind natürlich noch tausend andere Sachen passiert, aber ja. What happens on the Buchmesse stays at the Buchmesse. Und ja, wie gesagt, what happens in the Schlange stays in the Schlange. In diesem Sinne, mit diesen chlorreichen und unheimlich wichtigen Worten verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das Video hochlade. Und küsse euch, küsse euer Herz und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!